Und wir sitzen in der Bar bis früh um 8 und reden übers Leben die ganze Nacht. Ja, lieber Ingolf, das ist jetzt für mich auch eine Premiere mit einem Kollegen, mit dem ich am Abend auf der Bühne stehe. In unserem Stück brauchen Sie eine Quittung, den jetzt hier als Gast zu haben. Herzlich und willkommen. Gerne. Und wo du vor allem alle Antworten schon kennst, die er geben wird wahrscheinlich, oder? Ich meine, wir kennen uns schon ein paar Tage, aber ich bin mir nicht so sicher. Und ja, du kannst mich gerne mal überraschen. Du hast während der mehreren hintereinander auffolgenden Lockdowns dich nicht gelangweilt wie viele Kollegen. Du hast was Neues angefangen, nämlich Saxophon gelernt. Und zwar, ja, doch ziemlich fleißig und hättest jetzt nicht gedacht, dass du das so schnell anwenden wirst, noch dazu unter den gestrengen Ohren von Harold Faltermeier. Wie ist dem dir ergangen? Ja, das stimmt. Also ich meine, diese Lockdowns waren für mich eigentlich gar nicht so schlimm, muss ich sagen, weil ich bin seit über 40 Jahren auf Tour und eigentlich kam das mir recht, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Tour zu sein. Ich wusste gar nicht, willst du noch auf der Bühne stehen, willst du noch spielen oder willst du nur noch kiten und surfen gehen? Und ich habe dann unser Gartenhaus gestrichen im Garten. Also ich habe es erst schwedisch gestrichen, dann habe ich es nochmal bayerisch umgestrichen, dann habe ich es mit einem kleinen karibischen Einschlag gestrichen und dann jetzt ist es bayerisch, schwedisch, karibisch geworden. Ich habe Cello immer gelernt als Kind und dann Gitarre spielen. Ich wollte immer noch ein Solo-Instrument lernen, also ein Blasinstrument lernen und habe geträumt nachts von der Trompete, von der Posaune. Wow. Früher wollte ich Trompete spielen, als ich 16 war. Und dann wohnten wir natürlich zwei Zimmer, Küche, Bad, unsere Familie. Und ich wollte zum Unterricht gehen. Und hat mein Vater gesagt, nein, wir haben kein Geld. Du geh in den Posaunenchor. Und da hab ich keinen Bock. Ich wollte keine Kirchenlieder spielen. Hätte ich es mal gemacht. Dann habe ich jetzt jedenfalls von Posaune geträumt und habe dann aber gemerkt, das ist so wahnsinnig schwer. Ne? Weil also ich muss wieder in den Bassschlüssel, wo ich eigentlich seit dem Cello raus wollte. Und dann hat mir jemand empfohlen, Saxophon zu lernen. Das habe ich dann gemacht. Ernsthafter? Ist Saxophon leichter als Posaune spielen? Ich glaube, das ist ein bisschen, für mich zumindest, einfacher. Ja, also das ist ja ein Holzblasinstrument, das wissen die wenigsten, weil man ein kleines Holzplättchen hat, mit dem man bläst. Und die Posaune ist eben halt auch dieses Ziehen. Und da, du hast halt bei dem Saxophon, für jeden Ton hast du quasi eine Klappe oder eine, und bei der Posaune muss schon sehr schwer sein. Aber vielleicht mache ich auch fürs nächste Stück dann Posaune. Naja, ich sehe das ja jeden Abend auf der Bühne, du bist schon ganz schön beschäftigt damit. Geht dir da nicht manchmal die Brust aus, Saxophon spielen und singen auch noch? Oder stirbst du locker weg, ne? Ach, das geht. Weißt du, wir haben ja gelernt, richtig zu atmen. Ja. Ich merke es, der ganze Wagen wackelt hier. Ja, außerdem bin ich ja nicht alleine auf der Bühne. Das heißt also, während ich atme, hast du ja Text und umgekehrt genauso. Und da, glaube ich, ergänzen wir uns ja ganz hervorragend. Also ich bin ja ganz gut im Textlernen. Also mit Worten habe ich ja nie ein Problem. Zahlen allerdings ist das schon was anderes. Und ich habe dich neulich in der Sendung gesehen, klein gegen groß, ne? Richtig. Und habe mir gedacht, heiliger Bimbam. Wie kann man sich sowas merken? Wie geht das bitte? Da wollte ich immer schon mal hin und dann hat man gesagt, okay, du könntest dir sowas ausdenken wie auf dem Einrad fahren und mit Dartpfeilen auf Luftballons werfen. Das ist kein Problem, aber das habe ich gemacht. Ich habe Zirkus gemacht früher auf der Straße und das hätte 2 Wochen gebraucht oder eine Woche, um das zu üben. Und dann haben wir gesagt, es gibt aber noch eine andere Challenge. Ein junges Mädchen, die ist 13, aus Augsburg, die ist sehr talentiert. Die behauptet, dass sie sich 400 Ziffern, die zufällig zusammengestellt werden vom Computer, diese 400 Ziffern innerhalb von 45 Minuten merken kann, um sie dann wieder aufzuzählen, in der richtigen Reihenfolge. Und haben gesagt, das könnte spannend sein. Und habe aber nicht gewusst, wie schwierig das ist. Ja, und ich hatte dann einen Coach, der ist Gedächtnisweltmeister. Und ich habe wirklich 2,5 Monate das geübt. Natürlich waren diese 400 Zahlen dann, die hatte ich natürlich noch nie gesehen. Also ja, die konnte ich noch nie gesehen haben, weil die Wahrscheinlichkeit der Zusammenstellung ist 10 hoch 400, also eine 1 mit 400 Nullen. Und da kann man nicht einfach sagen, ich schreibe mir die alle untereinander. Und,
Also ich habe dann bestimmte Techniken gelernt und er lernt und das hat dann sehr gut geklappt. Ich hatte eine Beton 5 in Mathe. Ich auch. Und also das gehört nicht zu meiner Kernkompetenz. Was wir, glaube ich, beide ganz gut können, ist Tanzen. Also ich konnte das früher mal und in Wien habe ich damals keinen Ball ausgelassen in der Ballsaison und keinen Tanz ausgelassen. Bei Mörtel in der Loge? Nein, ich habe ja getanzt. Ich war unten und habe getanzt. Unten bei Mörtel in der Loge? Nein, unten. Ich war auf dem Parkett, ich habe getanzt und das hat einen riesen Spaß gemacht. Und du hast ja auch eine wunderbare Tanzvergangenheit. Wie war denn das? Du hast ja richtig abgeräumt damals bei Let's Dance. Satellit, am Night. Nur Misskunst, Kiel und Lahn. 50-50 ist nicht fair, doch 50-50 war der Deal. Ich pfeif drauf, ja, ich scheiß drauf. Deal ist Schnaps, Schnaps, es gibt dir nichts, mein lieber Schatz, so mach ich ganz genau. Das Lied. Ja, das war 2018 und da bin ich der Dancing Star 2018 geworden. Wahnsinn. Und bin gleichzeitig jetzt auch der älteste Let's Dance Gewinner weltweit, weil die Sendung gibt es ja überall. Also ist noch keiner älter als ich nachgekommen. Ich habe natürlich früher ein bisschen Jazz-Tanz gemacht und so und dann habe ich Stepptanz gemacht und habe dann auch der Stepplehrerin, habe ich den Steppsaal immer geputzt und kriegte dafür umsonst Unterricht und habe dann cool. Selber auch Stepptanz unterrichtet, war der einzige Mann, es waren also wirklich nur Frauen, die das machten. Und habe das aber schon lange nicht mehr getan, aber sagen wir mal, das Taktgefühl, also jetzt im musikalischen Sinn, das war natürlich dadurch die musikalische Ausbildung und dann ist noch ein bisschen körperliche Fitness dazu gekommen. Ich kann, nachdem ich Let's Dance gewonnen habe, nicht sagen, ich kann tanzen, weil ich kann im Grunde nur schwere Choreografien verkaufen. Das ist mir gelungen, aber richtig tanzen in dem Sinne... Wir können das ja mal ausprobieren, wenn du mit mir mal tanzen gehst, ja. Vielleicht, dann können wir sehen. Jetzt werden wir aber erstmal hier in Neuwied unsere Vorstellungen stemmen. Ja. Und ich habe ein bisschen Lampenfieber, du wahrscheinlich auch, wobei ich bei Zahlen hätte ich noch mehr im Lampenfieber, aber wir haben ja schon eine Weile hinter uns, schon Bonn und Berlin ja. Und ich freue mich sehr auf unsere neue gemeinsame Zeit und ja, wie es so aussieht, werden wir noch viele Gastspiele haben. Ja, das wäre schön. Noch einiges nach. Wir haben das ja noch schön. Weitere Termine und die nächsten Jahre. Also ich freue mich sehr, mit dir da weiter zu spielen zu dürfen. Und, echt? Meinst du das im Ernst? Ja. Ich auch. Strangers,